Hallo und somit herzlich willkommen zu einer kleinen neuen Demo vom Car Detailing Simulator. Bei dem Spiel dreht sich alles um das Aufpolieren von Autos. Und bevor ich jetzt weiterlabere, würde ich sagen, starten wir gleich einfach mal ins Spiel. Die Musik ist schon mal nice. Okay, das ist dann wohl hier unser Shop. See to crouch and pick up the phone. Rennen können wir auch. John Johnson, eine E-Mail von John Johnson. Need help with... Ja, warte kurz. Need help with Arbory 81. I don't have time for cleaning and washing the car. The company, children, family and the dog on top of that. A big one. Everyone rides with me, but nobody wants to clean this mess. Get it sorted. Wash the car from the outside. Hurry up, have no time. Okay, $200 bekommen wir dafür. Und 200 Erfahrungspunkte wahrscheinlich. Und machen wir doch einfach gleich mal. We have the option of increasing the number of spaces for cars. Okay, das ist dann wohl hier das Auto. Sieht noch nicht ganz allzu schlimm aus, finde ich. Body Cleaning Kit. Using a foam spread. Oh, nice. Das finde ich bei Videos immer so cool mit so einem, mit so einer Schaumpistole. Das würde ich auch mal gerne in Real Life machen. Ist bestimmt cool. Schaum sieht zwar nicht unbedingt so echt aus, aber ist ja egal. Darauf kommt es hier nicht an. Es gibt ja auch den Pressure Washing Simulator. Da kann man auch so ziemlich das Gleiche machen. Nur wäscht man da auch andere Dinge als bloß Autos. Open Inventory. Pressure Washer. Und jetzt geht's daran, das Auto zu säubern. Sieht doch schon mal viel besser aus als vorher. Das ist eine Beschäftigung, die ich auch gerne im Real Life mache. Autos waschen. Wenn es dann was zu waschen gibt, natürlich. Blitzeblank. Gut, sorry für die kleine Unterbrechung. Da musste ich kurz was bei den Einstellungen schauen. Denn das Spiel sieht bei der Vorschau irgendwie nicht ganz so flüssig aus. Bei mir ist es allerdings flüssig, von daher. Ja. Keine Ahnung.
ob es dann am Schluss auch wirklich flüssig ist. Ich hoffe es mal. Would you really like to return this car? Yes, wir haben es abgeschlossen. Jetzt müssen wir noch ein Foto machen. Ja. Sieht doch gut aus. Take the picture of the finished car. Job done. Nice, volle Punktzahl. Go to the photo wall. Ah, okay, das ist cool. Das ist cool gemacht. Wie bei diesen Filtern. Bei Instagram und so weiter. Finde ich cool. Und sieht doch ganz gut aus. Purchase a wheel. Then purchase a wheel cleaning kit. Okay. Dann geht's dann wohl jetzt weiter mit Reifen reinigen. Von Juan Alvarez. Need help with Dodge Coiner. We have a dog on the estate. A cat and a mud monster, I guess. Take care of the wheels. Make them shine. Don't look in the trunk. Anyway, never mind. The matter is settled. I had a family trip in the woods. You know you have to spend time with your family. But tomorrow I have a business meeting and it would be a good idea to wash the car thoroughly. Okay, wieso sollen wir nicht in den Kofferraum schauen? Ihr wisst, was zu tun ist. Gleich als erstes den Kofferraum öffnen. Okay, wow. Ist ja gar nichts drin. Hätte ich jetzt irgendwie mehr erwartet. Naja, okay. Washing the wheels. What? Jede einzelne Kerbe der Felge muss man waschen. Okay. Ja gut. Wow. Das ist etwa das Nervigste am Auto. Die Felgen zu reinigen, denn das kann richtig nervig sein. Okay, das sieht schon mal ganz gut aus. Gehen wir mal zum nächsten Reifen. So, Felge. Stone Tech Race One. Racer One. Passt zu diesem Auto sehr gut. Und die nächste Felge. Wahrscheinlich wäre es schlauer, erst die Felge zu putzen und dann den Reifen. Aber gut.
So genau muss man es ja hier jetzt nicht nehmen. Haben wir gemacht. Ganz kurz. Thumbnail machen für das Video. Good job. Charger. Haben wir alles gut gemacht? Go to the designated point to end the shed. In the shed you can buy cars that after restoration can be sold for profit. Okay, also wir können auch Autos offensichtlich wieder auffrischen. Hier haben wir okay, kein Name ist auch ein Name. Ein V8 Motor mit 340 PS. Hört sich gut an, können wir auch nicht nein sagen. Kaufen wir einfach mal. Sieht ein bisschen aus wie ein Mercedes SLS, würde ich sagen. Hoffentlich. Habe ich jetzt nichts Falsches gesagt? Remove the trash, clean the interior. Okay. We need a special kit to clean the interior. You can buy it in the store. Interior toolkit. To clean up the trash, you need a trash can, which is included in the interior clean. Use an upholstery spray and a vacuum cleaner to clean the seats, wipers and the carpet in the trunk. Wait, das Interior Cleaning Kit müssen wir jetzt nehmen. No tool. Jetzt. Erstmal den ganzen Müll wegnehmen. Stinkende Socken. Okay, im Kofferraum ist es auch dreckig. Müssen wir auch gleich anschauen. Remove the trash. Vacuum cleaner, spray bottle. Okay, interessant. Ich glaube, die Sitze sind meistens so das hässlichste in einem Auto. Zumindest wenn es nicht neu ist, natürlich. Okay, an den Sounds könnten sie noch etwas arbeiten, finde ich. Und die Grafik sieht ganz okay aus. Ich glaube, das wäre es dann wohl für diesen ersten Sitz. Und dann auch hier wieder schön den Sitz absaugen, damit das ganze Wasser und den
Schaum rauskommt aus dem Sitz. Sieht doch ganz gut aus. Sonst noch die Fußmatten. Ja, nice. Das sieht doch gut aus. Ja, okay, die Fußmatten sind wahrscheinlich auch so etwas, was sehr schnell massiert dagegen werden kann. Irgendwo haben wir etwas vergessen. Ah, ich weiß was. Die Abdeckung im Kofferraum. Nee, nee. Wir machen es schon ganz. Wenn schon, dann auch ganz richtig. Sell the car on auction. Gut. Mal kurz den Motor anschauen. Naja. Geht so. Go to the phone to finish the order. Schon drei Autos.